Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Emergency 5 und es geht nach Berlin, unser erster Einsatz in der Hauptstadt und da bin ich mal sehr gespannt, was das so wird, wenn das Spiel denn irgendwann läuft, so, ja, sieht gut aus. So, da wären wir, es ruckelt sich noch so ein bisschen ein, eine neue Stadt. Das muss erstmal alles in den Cache geladen werden. Und dann kann es gleich losgehen. Das Brandenburger Tor. So, ich habe jetzt gar nicht auf die Einsatzorte geguckt, aber ich schätze mal Brandenburger Tor, Siegessäule. Wahrscheinlich noch der Alex. Der Reichstag. Und das erste weiß ich jetzt gar nicht. Ist aber auch egal. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob sich das hier irgendwie so ein bisschen ändert von den Einsätzen her oder nicht. Aber ist ja schön, dass wir mittlerweile auch bei unserem dritten Gebiet angekommen sind. So, das heißt, ich speichere eben nochmal ganz kurz. 7. So. Zack. Fortsetzen. Und dann brauchen wir nur warten, bis was passiert. Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Oh, ein Baum. Oh nein. Ist in Arbeit. Sofort. Ist ja nicht so Hammer, ne? So, was waren das hier für zwei Fahrzeuge, die hier vorbeigeprescht sind? Sah eben so aus, als wäre das Blaulicht. Ach, guck mal hier. Direkt an der Siegessäule. Ja, also bisher hat mir, also Hamburg hat mir echt besser gefallen als München, weil wir halt auch, gut, Skigebiete, okay, aber hier haben wir halt richtig schön auch gesehen, dass wir da mit Booten und sowas und Schiff und hier und da Containerschiffe, das war schon cool. So, und ich hoffe doch mal, der schafft das alleine, oder? Vielleicht sollten wir eher hier auf die anderen gehen. Alles klar. Verstanden. Oh oh. Ich glaube, ich rufe noch mal einen zweiten, ne? Alles klar, wird erledigt. Bin mir da nicht sicher, ob das so mit einem alleine reicht. Ansonsten wird hier gleich ein bisschen mehr brennen. So, am besten auf die dahinter. In Ordnung, kein Problem. Okay. Na gut, das hätte er vielleicht doch. Ah. Sofort. Jawohl. Ja, der andere holt sich hier noch die eine kleine Trophäe ab. Angehörige hat eine Person als vermisst gemeldet. Wir haben auf der Übersichtskarte die ungefähre Stelle markiert, an der sich die vermisste Person zuletzt aufgehalten haben soll. Suchen Sie dort mit Hilfe eines Rettungshundes nach ihr. Mhm. So, na gut. Wir Alles sollten klar. die vermisste Person mit Hilfe unseres Rettungshundes finden. Dann machen wir Sie das. Könnte verletzt sein. Notarzt, Rettungstransport, Drohne. In diesem Bereich sollte unser Rettungshundeführer den Hund suchen lassen. Dekontaminationsfahrzeug, auch interessant. 18.000 Credits, das ist auch mal eine Hausnummer. So, da sind wir. Verstanden. Und dann lassen wir mal das Hundi raus und dann werden wir mal gucken, ob wir irgendwas finden. Ob wir danach noch einen Arzt brauchen. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich. Ach, das und Ding kümmern da. Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Oh oh. Der gefällt mir da ja schon mal gar nicht, ne, wie der da steht. Jawohl.
Oh, du Idiot. Klasse. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Zu Befehl. So, der andere auch noch, oder was? Was geht's? So, jetzt müssen wir mal den Hund erstmal wiederfinden. Ach, der hat ihn ja noch. Okay, okay. Wir haben die vermisste Person gefunden. Sie ist verletzt. Wir sollten uns so schnell wie möglich um sie kümmern. Alles klar. Ja, das war ja jetzt kein großes Ding, ne? Am besten direkt mit dem Hubschrauber. Jawohl, sofort. Höre. Wird erledigt. Hm. Warte am besten nochmal kurz. In Ordnung. So, Hund, mach hin hier jetzt. Boah. Ja. Wird erledigt. Bin dabei. Was geht's? Jawohl. Wird gemacht. Bin bereit. Zu Befehl. So. Höre. Nein, 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 nein. Oh, dass diese Taste auch da sein muss, ey. Es ist so nervig. Entschuldigung. Es ist so nervig. Alles klar. Verstanden. Was geht's? Bin bereit. Zu Befehl. Ja? Verstanden. Was geht's? Zu Befehl. Bin dabei. Zu Befehl. Erwarte Befehle. So. Erwarte Befehle. Sofort. Höre. Verstanden. Ja? Ja? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Alter, wie der da über den Kannstein rüberballert. So, der Hund. Die können dann auch weg. Erwarte Befehle. Was geht's? Ist in Arbeit. Süß. Traumpaar. So. Bin bereit. Hier dürfte es ja auch gleich weitergehen. Was geht's? Verstanden. Campaniero. Was auch immer das heißt. Nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. Bin bereit. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, sind von Trümmern verschüttet worden. Retten Sie alle Opfer. Wenn nötig, löschen Sie alle Brände. Alles klar. Also, Bergefahrzeug. Sehen wir schon mal. Das ist ungünstig. So, da müssen wir mal gucken. Wir müssen die Opfer, die von Trümmern des zusammengebrochenen Gebäudes verschüttet wurden, mit Hilfe des Bergefahrzeugs befreien und abtransportieren. Ist in Arbeit. Zu Befehl. Verstanden. So, ruckel, ruckel, ruckel die Ruckel. Zu Befehl. Okay. Ja, sieht nicht aus, als wenn das noch anfangen möchte zu brennen. So, können wir schon mal was kaufen? Nein. Notruf.
Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. So, dann kann die Feuerwehr auch wieder weg. Da brennt ja nichts. Jawohl. Hm. Ist jetzt ungünstig. Weil wir jetzt hier alle Rettungstransporter im Einsatz haben. Ja. Zu Befehl. Was geht's? Erwarte Befehle. Okay. Was geht's? Kein Problem. Ja? Wir müssen uns so schnell wie möglich um alle Opfer des eingestürzten Gebäudes kümmern. Ja, ja. Sie könnten sonst sterben. Boah, wie langsam der ist, ne? Okay. Der verdammte Kran. Ja, ist in Arbeit. Was geht's? In Ordnung. Was geht's? Was geht's? Verstanden. Bin bereit. Bin dabei. Der Rettungstransportwagen. So, aber das geht ja eigentlich ganz locker hier. Erwarte Befehle. Alles klar. Bin bereit. Oh, vielleicht sollten wir die hier mal aussteigen lassen. Jawohl. Ist in Arbeit. Okay. Verstanden. Was geht's? So, der ist sogar jetzt durch. Zu Befehl. Ja? Sofort. Höre. Jawohl. Bin bereit. Was geht's? Höre. Der Rettungstransportwagen legt das Problem. Eine Person liegt unter einem schweren Objekt begraben und ist schwer verletzt. Befreien und behandeln Sie das. Okay, also da können wir das Bergefahrzeug direkt wieder rausholen. Der Frau ging es wohl besser. Was geht's? In Ordnung. Wird gemacht, ja? In Ordnung. So, ach du je. Das ist leider noch nicht da. Tut mir leid. Wir können ja schon mal einen Heli holen, da ist ja ein Arzt bei. Wird erledigt, jawohl. Und sobald das Bergefahrzeug wieder da ist, schicken wir es dann hier hin. Höre, der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bin dabei. Wird gemacht. So, dann schicken wir den auch nach Hause und dann sind wir hier durch. Bin bereit. Jawohl. Können die selber zusehen, wie sie ihr Gebäude wieder heil kriegen? Idioten. So, ich muss diese Folge allerdings ein bisschen kürzer machen, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit. Deswegen diesmal, ja, Viertelstunde. Und morgen geht's dann weiter mit der nächsten Folge. So, gibt's hier mal irgendwie eine Nachricht von dem Bergekran? Jawohl. Ach, da vorne kommt er. Naja, ein bisschen dauert's noch. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestoßen.
Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Bin dabei. Jawohl. Alles klar. Achtung, mindestens ein Unfallfahrzeug brennt. Wir können den Fahrer erst dann aus dem Fahrzeug retten, wenn wir die Brände gelöscht haben. Gut, so, ich werde hier nochmal speichern. Nummer 8. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Ich sag danke fürs Zuschauen und ja, nächste Folge wird's wieder länger. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch da lassen, würde mich sehr freuen. Und macht's gut, bis dann, hier bei Let's Play Emergency 5. Ciao.